Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man in die Admin Commands kommt oder besser gesagt, wie man cheaten kann bei Atlas. Was ihr dafür drücken müsst, ist die Tab-Taste. Natürlich müsst ihr zuerst schauen, ob ihr wirklich alles auch richtig eingestellt habt. Dann geht mal in die Optionen und dann müsst ihr da einfach mal suchen Toggle Console oder Toggle Console. Und da könnt ihr eine beliebige Taste drücken. Ich habe es auf Tab gespeichert. Nachher müsst ihr auf Anwenden und dann auf Speichern. Wenn ihr jetzt das habt, könnt ihr die Tab-Taste aktivieren oder irgendwelche Taste, die ihr genommen habt. Und dann könnt ihr unten Enable Cheats eingeben. Und nach dem Enable Cheats müsst ihr noch das Passwort eingeben von euch. Also das könnt ihr ja beim Server einstellen, was für ein Passwort ihr habt. Das wäre irgendwie Hans oder keine Ahnung, was ihr für ein Passwort habt. Und wenn ihr jetzt das drückt, dann drückt ihr einfach wieder die Tab-Taste. Nicht die Enter-Taste, sondern die Tab-Taste nochmal drücken, wenn ihr das Passwort eingegeben habt. Also Enable Cheats und euer Passwort. Und dann drückt ihr Tab. Wenn ihr jetzt das gemacht habt, könnt ihr in die Admin-Cheats gehen. Und wenn ihr die Admin-Cheats aktiviert, müsst ihr natürlich immer wieder Admin-Cheats vorne schreiben. Dann GM Summon oder Summon. Und dann könnt ihr den Code eingeben, was ihr auch immer spawnen wollt. Ich mache jetzt da schnell einen Affe, aber natürlich gibt es auch noch andere Sachen, die man spawnen kann, wie irgendwie die Schlangenfrau da, Medusa kann man machen, man kann Meerjungfrauen machen, man kann wirklich alles machen. Aber aufgepasst Leute, es nimmt euch wirklich den Spaß am Spiel weg, weil ihr könnt dann nicht wirklich so viel machen, ihr müsst ja von Insel zu Insel reisen und ich glaube, das wird ziemlich langweilig, wenn man da nur rumcheatet. Und ja, was es noch für einen Cheat gibt, es gibt noch Fly. Also das heißt, ihr müsst eingeben Admin Cheat Fly und dann könnt ihr rumfliegen. Das ist wirklich etwas Cooles, aber wie gesagt, es nimmt wirklich den Spaß weg vom Spiel. Und ja Leute, wenn euch das kleine Tutorial gefallen hat, lasst eine Bewertung da, ein Abo würde mich freuen. Und wenn ihr mehr Admin Cheats sehen wollt, dann einfach ab in die Kommentare.